Heute für euch die vier Wege der Unsterblichkeit in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns ein interessantes Thema anschauen, und zwar den Tod in Harry Potter, und diesen ganz genau untersuchen. Der Tod ist ein zentrales Thema in den Harry Potter Büchern und spielt eine wichtige Rolle sowohl in Harrys Leben und seinen Erfahrungen in Hogwarts als auch in seiner Familie. Gleich zu Beginn des ersten Buches wird uns die Geschichte von Harry erzählt und wie ihm seine Eltern genommen wurden. Dies hatte große Bedeutungen und Auswirkungen auf sein Leben und seine Familie, die nicht mehr da war. Aber nicht nur Harry Potter selber hatte mit dem Tod zu tun und zu kämpfen, sondern auch sein Hauptgegner Lord Voldemort. Dieser hatte eine einzigartige Beziehung zum Tod, denn Lord Voldemort drängte ständig darauf, einen Weg der Unsterblichkeit zu finden, um ewig zu leben. Voldemorts Besessenheit vom ewigen Leben wird in den Büchern durchaus beschrieben, und für ihn gab es nichts Schlimmeres als den Tod. Es wird jedoch immer wieder bekräftigt, dass der Tod einfach ein Teil des Lebens ist und dass wir uns stattdessen auf die Suche nach Liebe und Freundschaft machen sollten und natürlich die Zeit genießen sollten, die wir haben. Aber für einige wenige wie Lord Voldemort wird diese Botschaft niemals ankommen und sie werden weitersuchen. Heute werden wir alle diese vier Methoden aufdecken, die es gibt, um unsterblich zu bleiben, und wie Lord Voldemort es möglicherweise geschafft haben könnte oder geschafft hätte, unsterblich zu bleiben und ewig zu leben. Beginnen wir mit dem ersten Weg, der Stein der Weisen. Der Stein der Weisen wurde von Nicolas Flamel, einem französischen Zauberer, erfunden. Dieser wurde im Jahr 1330 geboren. Nicolas Flamel war einer der am längsten lebenden Zauberer in Harry Potter. Er starb im Alter von knapp 700 Jahren, aber wenn Flamel wollte, hätte er ewig leben können. Er war der Erfinder und Besitzer des Steins der Weisen. Einer der Hauptfunktionen des Steines war es, jedes Metall in Gold zu verwandeln, was offensichtlich auch jeden, der den Stein in seinem Besitz hatte, sehr stinkreich machen konnte. Aber wie beeindruckend das auch klingen mag, war das nur die zweitwichtigste Fähigkeit vom Stein der Weisen. Der Stein konnte einem ewiges Leben verschaffen, wenn man ihn richtig einsetzte. Flamel konnte zusammen mit seiner Frau Peranelle ein Lebenselixier aus dem Stein herstellen, welches ihnen die Möglichkeit bot, lächerlich lange zu leben. Beide hätten sie ewig leben können, aber Flamel wusste um die Gefahren, was passieren könnte, wenn der Stein in die falschen Hände fallen würde, und zerstörte ihn schließlich. Was das ewige Leben anbelangt, war dies vielleicht der beste Weg, um dies zu erreichen. Flamel schien nie irgendwelche Nebenwirkungen von dem von ihm geschaffenen Elixier davonzutragen. Es ist jedoch wichtig, dass Flamel sehr alt auszusehen schien, das heißt wirklich physisch alt. Aber ob der Stein einfach den physischen Alterungsprozess verlangsamt oder ob Flamel den Stein erst in späteren Jahrzehnten in seinem Leben benutzt hat, ist wirklich unklar. Kommen wir nun zum nächsten Weg, und das ist das Trinken von Einhornblut. Während Harrys erstem Besuch im verbotenen Wald stößt er auf Lord Voldemort, der das Blut eines erschlagenen Einhorns trank. Zu diesem Zeitpunkt war Lord Voldemort noch in seiner nicht körperlichen Form, aber durch Quirrell konnte er ihn dazu benutzen, um das Blut in seinem Namen zu trinken. Außerdem lag Quirrells Körper im Sterben, als er Lord Voldemort beherbergte. Nachdem er Voldemort verscheuchte, erklärte der Zentaur Firenze Harry, dass Einhornblut dich am Leben hält, selbst wenn du dem Tod nur noch wenige Zentimeter nahe bist. Man bezahlt einen schrecklichen Preis, wenn man so etwas Reines und Wehrloses wie ein Einhorn ermordet und sein Blut trinkt. Von da an wird man nur noch ein verfluchtes Dasein haben. Sobald das Blut deine Lippen berührt, wird dein Leben verflucht sein. Und deswegen ist es wohl eine der schlechteren Optionen, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Außerdem ist es nicht so, dass du es einmal trinkst und dann war's das, sondern du musst es immer wieder trinken, also richtig doof. Kommen wir nun zum dritten Weg, und dieser sind Zaubertränke. In Kapitel 8 des Steins der Weisen führt Professor Severus Snape uns in die Herstellung von Zaubertränken ein. Du bist hier, um die subtilen Zeichen und die genaue Kunst der Zaubertrankherstellung zu lernen. Viele von euch werden kaum glauben, dass dies Magie ist. Ich erwarte nicht, dass ihr die Schönheit des sanft brodelnden Kessels mit seinen schimmernden Dämpfen, die zarte Kraft der Flüssigkeiten, die durch die menschlichen Adern kriechen und den Verstand verzaubern, verstehen. Ein Zaubertrank, von dem ich annehme, dass er möglicherweise Leben erhalten könnte, ist tatsächlich der Vielsafttrank.
Wie wir bereits wissen, erlaubt der Vielsafttrank Hexen und Zauberern, sich in eine andere Kreatur oder einen anderen Menschen zu verwandeln bzw. das Äußere dieser Person anzunehmen. Aber die Einzelheiten dieses Trankes werden, wie zum Beispiel, wie sehr man der Hexe oder dem Zauberer nach der Verwandlung ähnelt, nicht gesagt. Nach der Verwandlung verändern sich die inneren Organe oder übernimmst du die Lebenskraft der Person oder wie genau funktioniert das? Wenn der Vielsafttrank wirklich alles an einer Hexe oder einem Zauberer verändert, dann ist es durchaus möglich, dass man Vielsafttrank kontinuierlich nutzen könnte, um sich ständig in jüngere, gesündere Hexen und Zauberer zu verwandeln und das im Wesentlichen für immer. Also schon ein Weg der Unsterblichkeit. Kommen wir nun zum nächsten Weg der Unsterblichkeit und dieser sind natürlich Horcruxe. Die bösartigste aller magischen Erfindungen sind die Horcruxe bzw. der Horcrux-Zauber. Horcruxe sind möglicherweise für uns die bekannteste Methode zur Erlangung der Unsterblichkeit in der Realität. Und dies ist natürlich aufgrund der Tatsache so, dass dies Voldemorts Methode der Wahl der Unsterblichkeit war. Horcruxe entstehen, wenn ein Zauberer einen Gegenstand nimmt und einen Teil seiner Seele an ihn dranbindet. Das Ziel dabei ist, die Unsterblichkeit zu erreichen. Die Logik dabei ist aber, seine Seele in einem Gegenstand einzuschließen und solange ein Stück der Seele überlebt und der Körper getötet wird, überlebt man trotzdem. Um einen Horcrux zu erschaffen, muss ein beschädigtes Stück der eigenen Seele aus dem Körper des Schöpfers entfernt und in einen leblosen oder einen lebendigen Wirt implantiert werden. Um dies zu tun, muss die Hexe oder der Zauberer, der die Seele spalten will, den ultimativen Akt der Gewalt und des Bösen begehen. Natürlich einen Mord. Und nicht nur irgendeinen Mord, man muss absichtlich jemanden ohne Reue oder Gewissensbisse töten. Er muss mit äußerst böser Absicht geschehen, was die Seele des Mörders doll beschädigt, nachdem er sein Opfer getötet hat. Danach benutzt die Hexe oder der Zauberer eine Beschwörungsformel, um den geschädigten Teil der Seele aus dem Körper zu entfernen und ihn in ein Gefäß außerhalb ihrer selbst zu implantieren. Dann wird ein unbekanntes Ritual durchgeführt, um die fragmentierte Seele an ihr neues Gefäß zu binden. Das Erschaffen von Horcruxen ist zwar ein effektiver Weg am Leben zu bleiben, ist aber nicht der ratsamste Weg, um die Unsterblichkeit zu erlangen, denn wenn es schief geht, sieht man wie Lord Voldemort aus oder endet auch so. Und das war's mit diesem Video. Würdet ihr eine dieser Möglichkeiten in Betracht ziehen, um länger zu leben oder für immer zu leben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.